Ja, hallihallo, ich bin der GameTimeman und begrüße euch auf Cloudplay. Im Game Pass ist der nächste Kracher aufgetaucht, ja, ne, so sagen. Zumindest für Strategiefans, denn Railway Empire 2 ist heute released und Day One im Game Pass. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an, ne? Und ich spiele über den Edge Browser, ne? Über die xCloud, ne? Weil ich wollte es eigentlich erst auf dem PC spielen, aber ich habe festgestellt, mein Rechner, naja, ist nicht die Schnäppchen-Variante, ne, von meinem Rechner. Eins fällt mir gerade ein, ich müsste eigentlich noch mal schnell, wo ist mein Kopfhörerchen? Da. Weil sonst haben wir es Ton doppelt, das muss ja nicht sein. Wir laden hier ja sowieso noch fleißig. Zip. Erstaunlich lange laden wir gerade. Muss ich sagen. Hops. So, xCloud, jetzt dürftest du gerne mal ein Bild zeigen. Tippe hier, um fortzufahren. Ja, okay. Fast. Das sieht ja gerade mal so gar nicht mal gut aus. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach nochmal. Ja. Danke. Alle guten Dinge sind zwei. Wird gestattet. Nee. Da sieht die Sache doch schon viel besser aus. So. Schauen wir mal, ob wir auch Ton haben hier auf der Aufnahme. Jo, Hammer. Wunderbar, dann können wir loslegen. So. Tutorial. Ja, ich würde sagen, wir werden uns gleich mal das Tutorial reinziehen. Automatisch speichern, Spielhilfen. Automatisch pausieren, nur Gleisbau. Okay. Sprache Deutsch. Sehr gut. Viel einzustellen gibt es nicht, also start mal los mit dem Tutorial. Sobald sie so abgestanden wird, für den Reindeer 440 spezielle Erkierung freigeschaltet. Oh, man kann schon Dinge freischalten, nur weil man das Tutorial spielt. Auch nicht schlecht. So, bin ja mal Sei gespannt. gegrüßt. Oh, Ich voll habe dich schon vertont. erwartet. Ich bin Laurenz van der Zwaag und möchte dir helfen, dich in der Welt der Eisenbahn zurechtzufinden. Von mir erfährst du alles, was du für den Aufbau eines erfolgreichen Transportunternehmens wissen musst. Okay. Mal rechten Stick drücken für weiter, okay. Möchtest du mit den Transporten von Passagieren, Post und Fracht Geld verdienen, musst du natürlich verstehen, wo der Bedarf für neue Eisenbahnstrecken am größten ist. Das ist beispielsweise dort, wo Güter produziert werden. Sieh dir dazu die Zum Karte Beispiel an. hier oben, ne? Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoomstufe. Zoomstufe ändern? Ah, hier, okay. Ja. Und jetzt drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Oh, das war ein bisschen schnell. So, mal her. Machen wir. Mal rum da. Ich hoffe, es wird kein schlecht. So, haben wir noch ein anderes? Oh, okay, da geht es um einiges weiter.
Uiuiui, da kommt ja doch schon ganz schön nah ran. So, alle sehr gut. Müssen wir auch in die andere Nun Richtung. Schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento genauer an. Okay, erstmal Sacramento und San Francisco. Okay, so mal hier. Mal hier. Oh ja, schick. Schön mit der Kutsche unterwegs. Da müssen definitiv Züge hin. So. Okay. Sacramento. Ach, verflucht, ich werde Stunden in dem Spiel verbringen. Ah! So. Okay. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, Post und Reisende. Für diese Güter besteht ein Transportbedarf zu anderen Städten. Okay, müssen wir also mal eine Strecke bauen. Und zwar welche, die Post und Reisende und Fabrikwaren. Die Betriebe auf dem Land erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, die ebenfalls von den Städten benötigt werden. Was ist das hier? Okay. Solange keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Das Transportvolumen ist daher nicht sehr hoch. Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe, die bisher zu weit voneinander entfernt waren, miteinander verbunden werden. Die bessere Warenversorgung lässt die Städte wachsen. Auch die Betriebe auf dem Land wachsen, da sie mehr Waren absetzen können. Ja, also die Vertonung ist supi. Steuerung ist jetzt auch okay, obwohl es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, den rechten Stick zu drücken. Aber das ist wahrscheinlich ein Mausklick, ne? Schau dir mal Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Ja. Bewege mal den Fokus auf die Stadt. Dann siehst du, was sie derzeit für den Export an andere Städte produziert. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post- und Exportwaren. Einiges davon ist für San Francisco vorgesehen. San Francisco hat wiederum Güter für Sacramento. Du sollst jetzt eine Bahnverbindung zwischen den beiden Städten errichten, um diese Transporte übernehmen zu können. Das machen wir platt. Errichte zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Öffne den Gebäudebau, um ihn auszuwählen, und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco zeigen. Nach San Francisco? Also noch hier unten, ne? Okay. So, okay. Neue Zuglinie, Gebäude. So. Tja, ist die Frage. Wie baue ich das am besten? Wahrscheinlich am besten hier oben hin, ne? So. So, mal natürlich ein paar Gebäude weg, aber naja gut, das ist ein Tutorial. Machen wir einfach mal. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof nach dem Bau mit bis zu 2 Zusatzgebäuden und 7 Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. Nun errichte den zweiten Bahnhof in San Francisco. Bewege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. So, okay. Am besten möchte ich das... Das jetzt Südosten ist, keine Ahnung, aber so den nächsten, genau. Am besten so irgendwie.
bisschen. Ich wollte mal, können ja so umdrehen, fällt mir gerade ein. Ja, wie alles nicht so ganz ideal. Ich würde sagen, ich baue den ja an die Seite wieder. So. Ein Stückchen hoch geht es. Nee. Ja, da werden wir hier ein bisschen was verlieren. Das ist natürlich dumm. Naja, egal. Wir bauen das jetzt mal hin. So. Ja. Bisschen empfindlich, aber... Machen wir so. Sehr gut. Und nun errichte eine Gleisverbindung zwischen den beiden Städten. Mhm. Öffne dazu den Modus Gleisbau und wähle nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Die Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Ah, sehr cool. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da oben müssen wir hin. So. Also erstmal verbinden wahrscheinlich. Das Vorschaugleis folgt dem kürzesten Weg. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. 600.000, okay. Und hier ist rot, ne? Weil ein Tunnel, ne? Ja. Kann ich hier drumherum tunneln? So, links rumrum in das Ding? Also nicht tunneln, sondern fahren. So. Was haben wir hier? Okay. Umsetzen wollen wir nicht. Gleispunkt hinzufügen. Zum Löschen. Okay. Mal angenommen. Nicht möglich. Wie mache ich das jetzt so? Derzeit nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Ach so, um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, indem du das Gleis anwählst. So, okay. Und hier ein Gleispunkt, genau. So. Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten. Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Bestätige dann den Bau. Okay. Ehrlich gesagt ist die Brücke ja schon fast die billigste Variante, weil man da einen Tunnel hat, ne? Tunnel sind teuer, ne? Okay, dann machen wir eins. Das machen wir mal gerade. Wie viel machen wir hier? Ja, machen wir so. Gucken wir mal, ob wir hier rumkommen, ey. Geschwindigkeit oder so ein Ding, ne? Steigung. Das ist cool, man muss auf viele Dinge achten. So. Guck mal, ja, jetzt haben wir da schon 200.000 hier. 100.000. Yes, genau so haben wir das doch. So. Okay. Wo müssen wir hin? Da haben wir noch was. Ja, gut. Das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wild. Zack, hier rüber. Und hier so lang schwenken. Okay.
Ja, 100.000. Das ist doch gut. So, und jetzt werden wir das jetzt einfach mal umsetzen. Sehr gut. Die Strecke wurde gebaut und kann sofort verwendet werden. Nun richte eine Zuglinie ein. Zuglinie einrichten. Füge nun deine neuen Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Es genügt, wenn die Zuglinie zwei Stationen hat. Okay, wollen von hier nach da. Reicht eigentlich, wenn ich einfach hier ranklicken? Nun weise der Zuglinie den Typ der Lokomotive zu, den alle Züge verwenden sollen. Im Moment hast du nur eine Lokomotive zur Auswahl. Nun lege fest, wie viele Züge auf der Zuglinie fahren sollen. Für den Anfang genügt ein Zug. Okay. Die Anzeige sagt dir, wie viele Züge derzeit aktiv sind und wie viele du angefordert hast. Für jeden Zug musst du die Kosten für die Anschaffung der Lokomotive bezahlen. Bestätige nun diese Kosten. So, eine Grasshopper. Bestätige. Okay. Laden automatisch. Ich möchte noch eine mehr haben. 0 für einen. Okay. Fantastisch! Die Zuglinie wird nun sofort eingesetzt und ist bald schon unterwegs. Schließe nun den Bearbeiten-Modus, um dir die Zuglinie in Aktion anzusehen. Zoome mal an den Zug heran und beobachte, wie er beladen wird. Der Zug lädt Waren, Passagiere und Post ein, die für die andere Stadt bestimmt sind. Warten wir mal ab, bis der Zug die andere Stadt erreicht. Übrigens kannst du die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen. Außerdem läuft das Spiel schneller, wenn du rauszoomst. Das ist ja clever, dass das Spiel schneller läuft, wenn man rauszoomt. Ziemlich cool. Kann man den eigentlich folgen? Mal gucken. Zug auswählen. Genau. Ah, okay. Kamera bewegen. Jetzt kann man schön sehen. Ja, super cool. Ja, die Steuerung ist eigentlich ganz gut umgesetzt, muss ich sagen. Ja, sicherlich ist eine Maus oder sowas immer noch der ideale Punkt wahrscheinlich, um das zu machen, also das ideale Werkzeug, aber bis jetzt, das geht schon ganz gut von der Hand, haben sie sich was gedacht bei. Super, und sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja, super. Echt cool, dass sie sowas jetzt auf die Konsolen bringen. Vor allem, weil man ja nicht zwingend immer das richtige Equipment hat, ne? Also ist das hier so in der Cloud und so eigentlich wirklich schon ganz cool. So, mal gucken, wie kann ich hier eigentlich Tooltips? Ne, wollen wir nicht. Ne. Das ist das Falsche. Ah, hier. Spielgeschwindigkeit. Zack. Auf 3. Ist aber die höchste, ne? Da saust unser erster Zug entlang. Aha. Ist die Frage eigentlich, wann springt das hier mit dem Tutorial wieder? Der Zug ist angekommen und wird entladen. Okay. Die Zahlen, die über dem Zug aufsteigen, sind die Transporterlöse. Dies ist die wichtigste Einnahmequelle für dein Unternehmen. Allerdings erzeugt jeder Zug auch Kosten für Personal und Wartung. Doch dazu später mehr. Beobachte das Ganze ruhig noch ein wenig.
Dann endet dieses Tutorial. Oh, cool. Was ist das hier? Ah, cool. Jetzt kannst du da richtig mitgucken. Okay. Links Trigger zum Hupen. Ah, sehr geil. Da war der Eisenbahner mir wieder lebendig. Sehr cool. So, ja, gut. Würde ich sagen, haben wir verstanden. Okay, den erweiterten Gleisbau machen wir bitte gerne noch. Hallo. In dieser Lektion möchte ich dir einige zusätzliche Informationen zum Gleisbau geben. Die Grundlagen kennst du ja schon. Doch ich habe noch ein paar wichtige Tipps. Betrachte zunächst den Viehbetrieb mit der Straßenverbindung nach Sacramento. Die Straße sagt uns, dass der Betrieb Güter an die Stadt liefern kann. In diesem Fall Vieh an die Fleischindustrie. Doch der Transport über Straßen ist langsam und begrenzt. Sacramento könnte mehr Fleisch produzieren, wenn die Stadt mehr Vieh erhalten würde. Okay, na dann bauen wir jetzt einfach mal eine Strecke, um daher das Vieh zu transportieren. Daher sollst du nun eine Bahnverbindung zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento einrichten. Okay. Damit ein Landbetrieb einen Bahnhof nutzen kann, muss der Bahnhof in der Nähe errichtet werden. Dies wird dir mit Hilfe einer Linie vom Betrieb zum Bahnhof angezeigt. Ja, schon fast clever, wenn man das hier in die Mitte baut. Vielleicht kann man dann beide hier abgrasen. Okay. Gebäude. Ja. Perfekt. So. Einmal hier hin, bitte. Sehr cool, dass es mit den Linien hier auch schön anzeigt, dass beide im Einzugsgebiet sind. Sehr gut. So. Und nun errichte eine Strecke zwischen dem neuen Bahnhof und dem Bahnhof in Sacramento. Nutze in Sacramento aber nicht die beiden ersten Bahnhofsgleise, denn die benötigen wir noch für die Verbindung nach San Francisco. Okay. So. So. Dann machen wir das hier. Wo das, glaube ich. Oder bei dem anderen. Naja, egal. So. Verbinden erstmal. Und zwar nehmen wir einfach mal das dritte Gleis hier. Schön. Doch bevor du die Strecke errichtest, möchte ich dir erläutern, wie du die Höhe eines Gleises beeinflussen kannst. Füge dazu einen Gleispunkt auf der Strecke ein und verändere seine Höhe. Die Bedienung dazu wird dir unten am Bildschirmrand angezeigt, sobald du den Fokus über den Gleispunkt bewegst. Okay, ja, mach mal. Mit der Höhe eines Gleispunkts kannst du Tunnel, Brücken und Steigungen beeinflussen. Optimiere das Gleis nun so, dass keine Tunnel oder Brücken benötigt werden und das Gleis eine Länge von weniger als 250 Kilometern, 160 Meilen hat. Dann bestätige den Gleisbau. Okay, wo sehe ich hier die Kilometer? 60 Kilometer pro Stunde, 77 Kilometer. Ist das das? Okay. Gleishöhe ändern. Okay. Ah, sehr praktisch. So, müssen wir das hier machen? Jetzt habe ich das hier erhöht. Ja, das ist ja okay. So, wie mache ich jetzt hier noch ein? Nee, nicht möglich. Tja, ich scheitere schon im Tutorial. So, wo war das erste? So, Gleispunkt einfügen. Derzeit nicht möglich. Ist das schon erledigt hier? Ausgezeichnet. Okay, das war schon erledigt. Du richtest eine Zuglinie zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento ein. Erstelle dazu eine neue Zuglinie mit den beiden Bahnhöfen, wähle eine Lokomotive und einen Zug und bestätige die Kosten. So, so. Zack.
Dann wählen wir uns ein Zügchen aus. Zack. Gut, gibt nur ein. Jetzt brauche ich da Kühlwagen, ne? Auch nicht freigeschaltet. Okay. Das wäre geschafft. Dann bestätigen wir das mal. Die Zuglinie kann ihren Dienst aufnehmen. Doch angenommen, der Bedarf an Vieh wird so groß, dass ein Zug auf dieser Linie nicht ausreicht. Dann müsstest du einen weiteren Zug einsetzen. Das geht derzeit aber nicht, denn die Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Daher sollst du nun ein Ausweichgleis errichten und Fahrtrichtungen festlegen, damit zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento mehrere Züge operieren können. Öffne dazu wieder den Gleisbaumodus. Wähle nun das Gleis an der markierten Position an, um eine Weiche einzufügen. Machen wir mal eine Weiche ran. Dann ist die Frage, müsste das andersrum? Wahrscheinlich heißt das Weiche, jetzt, ne? Jetzt wird es knifflig. Du sollst das neue Gleis als Parallelgleis an das bestehende anlegen. Parallelgleise sind nämlich viel billiger und bieten dir viele Vorteile. Ah ja, hier, Parallelgleis. Lege dazu deinen Cursor auf die markierte Position und achte darauf, dass am Cursor das Symbol für das Parallelgleis erscheint. Dann bestätige die Position. Sehr gut. Nun wird das Gleis als paralleles Gleis weitergebaut. Also, wähle nun die letzte Position für dein Ausweichgleis in der Nähe des Viehbetriebs an. Du wirst dann als Vorschau das komplette Gleis mit zwei Weichen sehen. Dann bestätige den Bau und bezahle dieses Gleis. Okay, umsetzen. Du musst du den beiden Parallelgleisen Fahrtrichtungen vorgeben, denn sonst wählen deine Züge immer den kürzesten Weg und nutzen nicht das Ausweichgleis. Öffne nun den Richtungsmodus und wähle beide Gleise mehrfach an, sodass sie unterschiedliche Richtungen bekommen. Okay, in die Richtung, das sieht man schön. Oh, cool, dass sich das so fließt, dass man das wirklich schön sehen kann. Wunderbar. Sehr gut. So. Nun können deine Züge auf dem einen Weg hin und auf dem anderen zurückfahren. Zoome doch mal ganz nah an eine der neuen Weichen heran und wirf einen Blick auf die Signale, die durch die Weichen und die Fahrtrichtung automatisch entstanden sind. Diese Signale legen Fahrtrichtungen fest und teilen den Zügen mit, wo sie halten sollen, wenn der vor ihnen liegende Gleisabschnitt bereits besetzt oder reserviert ist. Das ist ein rotes Zeichen, ne? Da kann man so rum nicht ran. Okay, ganz cool. Doch im Moment brauchst du auf dieser Strecke keinen zweiten Zug, denn deine Zuglinie kann jetzt schon viel mehr Vieh transportieren als die bisherige Landstraße. Dadurch kann die Fleischindustrie in Sacramento mehr Fleisch produzieren, wovon auch deine Zuglinie nach San Francisco profitiert. Diese Zugverbindung wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Öffne einmal den Stadtdialog von Sacramento, indem du das Stadtgebiet von Sacramento anwählst. Du kannst alles anwählen, nur keine besonderen Gebäude. Hier werden wichtige Informationen zur Stadt angezeigt. Ganz oben werden die Einwohner der Stadt angezeigt. Darunter steht, wie viele Waggons mit Waren die Einwohner und die Industrien in der Stadt verbrauchen könnten und wie gut dieser Bedarf aktuell gedeckt ist. Okay, wir hätten also noch ein bisschen 58%, ne? Okay. Außerdem wird angezeigt, wie hoch derzeit die Zugnutzung bei Fracht, Passagieren und Post ist. Darunter wird angezeigt, wie viele Passagiere und wie viel Post derzeit auf einen Transport warten und wie viel pro Woche dazukommt. Dabei ist wichtig zu wissen, diese Expressgüter warten nicht ewig. Beispielsweise werden Reisende nach einigen Tagen Wartezeit nach und nach ihre Reise aufgeben oder sich nach einem anderen Transportweg umsehen. Für Post gilt das Gleiche. Wenn du also möglichst viele Expressgüter nach San Francisco transportieren möchtest, so sollte alle 5 bis 10 Tage ein Zug in Sacramento abfahren. Deine bisherige Zuglinie hat aber nur einen Zug und erreicht Sacramento nur alle 15 bis 20 Tage. Du musst also einen weiteren Zug einsetzen. Doch auch diese Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Das sollst du nun ändern, diesmal aber mit einer anderen Methode als vorhin. Na, wahrscheinlich werden wir ein zweites Gleis bauen, hm? Öffne dazu den Gleisbaumodus und errichte eine Strecke von Gleis 2 in Sacramento bis Gleis 2 in San Francisco. Du wirst sehen, dass dieses Gleis automatisch als Parallelgleis geplant wird und daher sehr günstig ist.
So, kommen wir gleich mal hier rüber. So. Ja, ist genauso. Wunderbar. Okay. Planung löschen. Wo ist hier Planung umsetzen nochmal? Achso, hier muss ich erstmal weg. Und umsetzen. Parallele Gleise helfen aber noch nicht. Wir müssen sie noch miteinander verbinden. Hierfür gibt es eine sehr praktische Methode. Der Weichenkopf. Mit ihm kannst du parallele Gleise vor Bahnhöfen miteinander verbinden. Ach cool. Wähle den Weichenkopf an und errichte einen Weichenkopf vor Sacramento und San Francisco. Jo, wunderbar. So machen wir es hier. Dann gehen wir mal hier rüber. Ist ja eine coole Funktion. Da braucht man also nicht basteln, sondern hat gleich was Vorgefertigtes. Bestens. Ziemlich cool. Nun lege für die beiden Parallelgleise unterschiedliche Richtungen fest, damit Züge sich ausweichen können. Wähle wieder den Modus Gleisrichtung an und lege für die beiden Gleise unterschiedliche Richtungen fest, indem du die Gleisabschnitte anwählst. Ausgezeichnet. So. Durch das Setzen von Fahrtrichtungen wurden auch hier wieder alle Signale automatisch erstellt. Jetzt ist deine Strecke auch bereit für weitere Züge. Gemacht hier, so dass man das schön sieht. Schließe den Gleisbaumodus und wähle die Zuglinie von Sacramento nach San Francisco an. Das zum einen kannst du einfach den Zug anwählen, der zwischen den beiden Städten unterwegs ist. Mach das mal. Warte, ich will den Zug anwählen. Du kannst alle deine Zuglinien auch einfach durchschalten. Versuche das auch mal. Ja, wie? Also RB. Okay. Okay. Dann habe ich doch. Und dann den nächsten. Rechter. Also rechter Button. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ja, wer lesen kann, ist klar. Wähle einmal ein Gleis zwischen San Francisco und Sacramento an. Dann öffnet sich nämlich links eine Liste aller Zuglinien, die dieses Gleis verwenden. Ah. Über diese Liste kannst du die gewünschte Zuglinie auch einfach anwählen. Nun wähle Bearbeiten der Zuglinie aus und erhöhe die Anzahl der Züge auf 2. Die Kosten, die dabei entstehen, sind für die Lokomotive, die neu gekauft werden muss. Die Waggons kosten dich glücklicherweise nichts. Bestätige die Kosten, damit der zweite Zug angeschafft werden kann, und schließe dann den Modus. So, machen wir mal einen zweiten Zug. Und übernehmen. Perfekt. Zack. Schau dir doch mal genau den Bahnhof und den Weichenkopf in Sacramento an. Der neue Zug kann sofort entstehen. Denn dank des Weichenkopfes stehen der Zuglinie beide Gleise zur Verfügung. Der Weichenkopf ist nämlich mehr als nur eine Kreuzweiche. Während ein Zug bei einer Kreuzweiche immer den kürzesten Weg wählt, werden am Weichenkopf freie Gleise am Bahnhof bevorzugt. Ah, cool. Du kannst Weichenköpfe an allen parallelen Gleisen vor einem Bahnhof platzieren, wenn genügend Platz zur Verfügung steht. Denn je mehr Gleise verbunden werden sollen, desto länger ist der Weichenkopf. Da ein Weichenkopf immer nur von einem Zug befahren werden kann, würde ich dir nicht empfehlen, mehr als 4 parallele Gleise zu verbinden. Warten wir nun auf den Zug. Okay, warten wir auf den Zug. Wo ist er? Mal gucken. Da fährt er. Okay. So, machen wir hier. Bisschen schneller machen. Wo ist der zweite Zug eigentlich? Hier? Muss ja ein zweiter sein. Da kommt der an. Scheiß drauf, aber der müsste jetzt... Vielleicht muss der erst ankommen. Na, mal gucken. Laden und in die andere Richtung. Okay, knapp 6000. Schon ist der neue Zug unterwegs. Hier oben wird übrigens die Zugnummer des Zuges angezeigt, den du aktuell betrachtest. So, schalte die Züge deiner Zuglinie einmal durch. Das ist praktisch, wenn du beispielsweise sehen willst, was die einzelnen Züge geladen haben. Und damit endet diese Lektion.
Ja, cool. Du weißt nun, wie du Weichen, Ausweichgleise, Parallelgleise, Gleisrichtungen und Weichenköpfe erstellen kannst. Damit kannst du bereits jedes noch so komplexe Gleissystem erstellen. Weitere Objekte wie Kreuzungen wirst du beim Bau von Gleisen selbst herausfinden. Tja, da haben wir das zweite Tutorial abgeschlossen. Und ich denke, damit belassen wir das auch für heute. Ich hoffe, das kleine Let's Play, Quatsch ist es ja nicht, der kleine First Look hat euch gefallen. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir gut. Ich denke, dass ich da noch eine ganze Weile Zeit reinstecken werde und ganz viele Strecken bauen werde. Es ist cool umgesetzt, die Steuerung, ja, an sich ist die gut, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, denke ich. Obwohl man jetzt an sich alles gefunden hat, ne? Die Grafik ist nett und es läuft über die xCloud wunderbar, absolut tadellos. Also Leute, auf und Züge bauen, jeglicher Art, ne? Hin und her schicken, Spaß haben und den Eisenbahner wieder rausholen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Euer GameTeman. Tschüss.